Hallo und herzlich willkommen zurück. Der NRW über 18 hier, wir haben den ersten Flur erfolgreich abgeschlossen. Es geht weiter zum zweiten. Und auch wenn ich das Spiel früher online sehr viel gespielt habe, ist es... Moment mal, das sieht ja fast so aus, als wenn wir hier gestartet sind. Ist es so, dass irgendwann ich leider Gottes keine Ahnung mehr habe, wo hier... Oh, Leute. Wo es hier was gibt. Ich bin gespannt, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist. Oh, wow, wow. Du kleiner Drecksack. Ja, hier muss man schon echt aufpassen. Huch. Ah ja, ja, hier gibt's aber viele Türen. Vor allen Dingen, ich frage mich immer, hier liegen Skelette, weil Leute da drin gestorben sind. Die Türen sind ja gar nicht abgeschlossen. Herrgott. So, Gesundheit wieder 100%. Deine Munition nehme ich mit. Was haben wir hier? Ob es hier ein Geheimnis gibt? Ich glaube nicht. So, da haben wir jetzt schon einen etwas kräftigeren Gegner, den Herrn hier in Blau. Das ist einer, der die gleiche Waffe hat, wie wir sie jetzt hier aktuell benutzen. Das heißt auf jeden Fall schon mal ein etwas stärkerer Gegner. Und dann gibt es dann noch einen anderen Standardgegner. Der hat eine lustige weiße Uniform an. Den werden wir auch noch kennenlernen. Und das Lustige ist immer, der Blaue, das ist mir besonders im Kopf geblieben. Wenn wir ihn erschießen, sagt er immer, mein Leben! Wow! Na, willst du wohl? Schöne Pflänzchen hier. So, drei Leute. Oh, da haben wir auch nochmal Schätze. Habe ich schon die Munition? Na, das ist noch ein Schatz. Auch kein Geheimnis. So, dann ein Raum weiter. Also manchmal wollen die irgendwie nicht. Die Türen können die Leute auch aufmachen. Das ist dann besonders tricky, wenn sie dann auf einmal vor uns stehen. Och nö. Jetzt bin ich hier nur für Schätze hingekommen. Na, Hundefutter brauche ich nicht. Ja, tatsächlich nur für Schätze bin ich jetzt hier durchgegangen. Gut, dann geht's jetzt auf die andere Seite. Ha! Wusste ich's doch. Kein Geheimgang. Na, da ist noch einer. Das ist immer so herrlich getimt, dass wenn man dann, huch, gerade um die Ecke guckt, er dann auch um die Ecke kommt. Nee, kein Geheimnis. Schade. Ah, oh, wer stellt mir grüne Fässer in den Weg? Oh. Oh, habt das gehört? Herrlich, oder? Und direkt die große Heilung hier.
Huch. Die blöden Türen hier. Ah ja, Moment, hier rechts waren die, glaube ich, oder? Double Kill. Wow, 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 wow. Mein Leben. Jetzt haben wir es schön gehört. Ja, hier sind auch schöne viele Schätze. Das hört sich an. So, das nehmen wir mit. Ah, das war ein Leben, was wir bekommen haben. Haben wir hier vielleicht irgendwo ein Geheimnis? Nein, schade. Okay. Und die letzte Tür. Wow, 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 wow. Warum ist das denn hier alles so gut bewacht? Nee, da auch nicht. Okay. Keine Geheimnisse hier. Und das Schlimme ist, kein Schlüssel. Ich kenne das nur so, dass wir diese Schlüssel brauchen. Das ist ein goldener und ein silberner Schlüssel. Es gibt hier auch einen... Nur einer? Es gibt hier auch einen Cheat, also eine Tastenkombination, die uns, volles Leben und volle Munition verabreicht, aber dann natürlich auch alle Punkte abzieht. Und, damit möchte ich natürlich warten, bis es vielleicht irgendwann notwendig wird. Am liebsten natürlich gar nicht. Ah, das ist verführerisch hier. Ach, wusste ich's doch. Sehr schön. Gibt's hier noch was? Nein. Aber gut. Aber auch hier weder Aufzug noch Schlüssel. Moment, was war hier? Hallo, Pflanze, steh mir nicht im Weg. Und wenn ich hier tatsächlich mal eine gewisse Zeit nichts sage, dann hat das nichts damit zu tun, weil ich nicht weiß, was ich euch jetzt hier erzählen soll, sondern weil ich euch auch einfach mal ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen, in die Atmosphäre eintauchen. Also hier muss man wirklich ganz fein aufpassen, was man sagt, sondern weil ich einfach in, Erinnerungen schwelge. Wow, ich glaube, hier habe ich jetzt was entdeckt. War es das? Ich glaube ja, oder? Ja, ich glaube, das war's. Wow. Da ist doch endlich der goldene Schlüssel. Jawohl. Und er erscheint rechts unten. So, mal gucken, was wir da hinten noch haben. Es gibt nämlich noch einen silbernen Schlüssel. Gucken wir mal, ob wir den auch noch finden. Wobei, er ist nicht immer zwangsläufig notwendig. Hier ein Geheimnis. Auch nicht. Aber ist schon erschreckend. Ich meine, ich lasse mir hier natürlich Zeit, ja, aber... wie viel länger ich hier schon alleine für den zweiten Raum brauche. Zweiten Flur, Entschuldigung. So, und da hinten... oh, ganz viele Fahnen. Na. Da sehen wir jetzt so eine Stahltür. Ja, ihr Drecksäcke. Euch habe ich zwar nicht vergessen, aber leider erst zu spät dran gedacht. So, und für diese Tür bräuchten wir jetzt einen Schlüssel. Wow, 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 wow.
Und da ist der Aufzug. Oh, Gott sei Dank. Zack, zack. Und, wie sieht's aus? 100, jawohl. Oh. Wieder nur 25%. Freunde, das war der zweite Raum. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, dann im dritten Raum. Macht es gut. Bis dann. NRW über 18. Adieu.